In diesem Land geboren, verachtet von Menschen, die uns nicht verstehen. Man hat sie verblendet, betrogen, belogen, die Menschen gegen uns gestellt. Missverstanden von vielen heut, gebrandmarkt, verteufelt, die Gesellschaft, sie zerfällt. Wir sind nicht anders als ihr seid, wir spüren auch Freude und Leid, doch leben nicht für diese Welt. Allah gibt uns Kraft, steht uns bei, hält unseren Weg. Wir leugnen nicht, wer wir sind, was uns ausmacht, wohin die Reise geht. Intrigen sind wir ausgesetzt, unser höchstes Gut wird nicht geschätzt, die Stimmung ungerecht. Einige wenige, sie stehen auf, stellen sich hin mit stolzem Haupt, doch viele schweigen noch. Wieso fürchtest du, dich aufzulehnen, das zu verlieren, was du in Händen hältst? Schweig nicht, er ist mit uns. Schweig nicht, er ist mit uns. Es ist nicht die Zeit, sich auszuruhen. Es ist der Moment, das Richtige zu tun. Unser Glaube wird beschworen. Allah gibt uns Kraft, steht uns bei, hält unseren Weg. Wir leugnen nicht, wer wir sind. Was uns ausmacht, wohin die Reise geht. Wir leben in Zeiten, in denen es hart ist, am Glauben festzuhalten. Wir fürchten uns davor, dass man auf uns herabschaut, uns als Menschen zweiter Klasse sieht. Aber meine Geschwister, ist nicht die Zeit gekommen, dass wir uns zu unserem Glauben bekennen, uns stolz hinstellen und sagen, ja, ich bin einer der Muslime. Ich bete, ich faste, ich trage ein Kopftuch und das ist gut so. Das ist meine Überzeugung. Ich lebe und sterbe für diesen Weg. Und ich nehme es in Kauf, dass die ganze Welt mit dem Finger auf mich zeigt. Denn Allah ist auf der Seite des Muslims. Allah ist stets auf der Seite des Rechts. Allah gibt uns Kraft, gibt uns Kraft, steht uns bei, steht uns bei, hält unseren Weg. Wir leugnen nicht, wer wir sind. Wer wir